Hi Leute und willkommen zu einer neuen Folge von The Binding of Isaac. Ja, ich habe gerade gesehen, als ich hier Isaac gestartet habe, ich habe eine neue Errungenschaft freigeschaltet. Und zwar dann den Golden God. Ja, ich glaube aber, das war noch der alte vor dem DLC. Und wie ihr seht, ich brauche noch 7 Secrets und ich brauche noch 97 Marm Kills. Ich kann auch gerne mal meine Collection zeigen. Was mir noch fehlt, ist hier ein Item. Und hier sind es noch die beiden hier unten. Ne? Dann hätten wir alle Items. Und nein, ich gehe nicht auf Delete, Save. Nee, nee. So, heute würde ich gerne mal wieder mit Judas zocken. Weiß nicht, habe ich gerade irgendwie Bock drauf. Und da wir ja letztes Mal eine Abonnenten-Challenge hatten, dachte ich mir, komm, heute gibt es mal wieder einen normalen Run. Ich könnte es ja auch so machen, dass ich hier quasi das Ganze abwechselnd mache. Also das heißt, den einen Tag oder beziehungsweise den einen Run mache ich eine Abonnenten-Challenge. Komm doch raus. Und den anderen Tag mache ich hier einen normalen Run. Beziehungsweise werde ich jetzt auch mal wieder ein bisschen mehr normale Runs machen. Denn, wie ich euch gerade gesagt habe, ich brauche ja noch 97 Marmkills und das könnte dann doch noch ein bisschen heftig werden. So, Bombe. Oh, der Odd Mushroom. Fire Rate up. Ja, soll mir recht sein. Und mit den Abonnenten-Challenges weiß ich hier teilweise nicht, ob ich wirklich bis zu Marms Hard komme. Denn ihr habt mir da schon wirklich ein paar schwere Challenges gestellt. Aber so zwischendurch kann man das schon mal machen. Oh. Oh. Nur keinen Schaden nicht nehmen. So, ein Seelenherz ist immer gut und ein Schlüssel auch. So, der Small Rock wäre natürlich jetzt auch passend. Oh, komm mal her. Komm mal her. Und du auch. Komm, 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 komm. Spinnilein. Oh. Bombe. So, dann hätte ich doch vorhin gleich hier beides mit einer Bombe mitnehmen können. Auch 3 Münzen. Hat sich ja nicht wirklich gelohnt. Aber Münzen sind Münzen und ich kann ja nicht immer so einen epischen Run haben. Wie vor 2 Runs mit Kane, als ich hier mal einen ganzen Raum mit Münzen gefüllt habe. So, wir bekommen den Duke of Lies. Gleich mal hier unser Buch aktivieren für mehr Schaden. Und dann müsste eigentlich der Duke of Lies relativ schnell down sein. Da ist er auch schon down. Und wir bekommen ein HP-Upgrade, was mit Judas auch wirklich nötig ist. So, The Basement 2. Oder wird es der Keller sein? Wir wissen es nicht. Jo, Basement 2. Gleich mal hier reingucken. Da bekommt man in der ersten Ebene mal gleich ein richtig gutes Item. Boah. Und was ist los? In der zweiten Ebene kommt dann das Müll-Item. Wie soll es auch anders sein? So, hier bekommen wir nichts. Oh, der Bettler. So, dann werde ich jetzt nochmal den Rest erkunden, um eventuell den Geheimraum mitzunehmen. Ach, Envy. Und mein Buch ist nicht fertig. Dann wird das Ganze hier schneller gehen. Aber so dauert das doch wieder ewig. Wow. 4 von den Knubbeln, von den kleinen, ist nicht schön. Aber durch unsere Fire Rate Up hält sich das Ganze noch im Rahmen. Nennen wir es mal so. Treffe ich wenigstens schön oft. Und was wir jetzt noch bräuchten, wäre hier gleich mal so ein standardmäßiges HP-Upgrade, wollte ich sagen. Ein Damage-Upgrade. Au. So, das war's mit dem Seelenherz. Den hätte ich eigentlich schon gerne. Und den blauen Stein hätte ich auch gerne. Denn, ihr wisst ja, da könnte ja The Small Rock drin sein. Erstmal den hier mitnehmen. Okay, 2 Seelenherzen, die sollen mir auch recht sein. Hätte ich vielleicht noch nicht nehmen sollen. Okay. Ich habe nichts gesagt. Ein Herz mehr, das passt.
So, die Frage ist natürlich jetzt, der Geheimraum könnte an zwei Stellen sein. So, mal die Gegner noch platt machen. Okay. Auf alle Fälle nehme ich mir den Schlüssel mit und werde die Kiste hier öffnen. Und gleich mal gucken, ob hier der Geheimraum ist. Nein. So, ein Herz. Oh, Gold. Und dann möchte ich eigentlich noch den Bettler füttern. Also dann kann ja der Geheimraum eigentlich nur hier sein. Gold! Ich brauche Gold! Jawohl! Geht doch! So. Und jetzt bedienen wir einmal den Bettler. Ich hoffe, er zieht mir nicht wieder alle 17 Münzen aus der Tasche. Oh. Mitnehmen. The Empress. Komm, gib mir mal noch ein HP-Upgrade. Bombe. Komm schon. Komm schon. Die Karte. Jo, warum nicht? Okay, dann werde ich hier noch die eine Kiste mitnehmen. Und zwar die hier drüben. Oh, Fate. Ich glaube es nicht. Wie lange hatten wir schon kein Fate mehr? Und wir bekommen ja ein weißes Herz dazu. Das heißt, der Herzcontainer war jetzt schon da. Soll mir recht sein. Dann brauche ich hier beim Boss nicht so aufpassen. Und wir bekommen Monstro. Der sollte aber auch... na klar, Champion Monstro. Sollte aber auch hier nicht so ein Problem sein. Und vor allem nicht mit unser Fire Rate Up und mit dem Book of Belial. Au. Gemeiner Schuft. So, HP Upgrade. Was hätten wir denn hier drin? Oh, the Nail. The Nail, the Nail. Ich nehme ihn mir mal mit. Nehm ihn mir mit, er hat mir das letzte Mal treue Dienste geleistet. Und vielleicht macht er das diesmal auch wieder. Ich muss mal kurz was trinken. Denn auch die Stimmbänder wollen geölt werden. Au. Wow. Au. Geht ja schon wieder gut los. Nee. Nee, nee, nee. Ich hab nicht Kane dabei. Oh. Und jetzt bräuchte ich dringend mal ein Damage Upgrade, da ich mein Book of Belial ja abgetreten habe. So, einmal hier nach oben. Gold ist natürlich immer gut und den Battleraum werde ich wahrscheinlich auch mitnehmen. Für den Skeleton Key, auf jeden Fall. Oh. Ich hoffe, der Nagel war jetzt keine Fehlentscheidung. Oh, ein bisschen Speed wäre für Judas auch nicht verkehrt. Den bräuchten wir noch. Oh. Und jetzt du noch. Und jetzt bitte keine allzu schlimmen Gegner. Stirb doch jetzt endlich. Au. Oh, da ist ja einer mit Homing Shots. Na klar. Aber der Skeleton Key war es mir wert. Oh. Münze und raus hier. Was wir jetzt natürlich wieder bräuchten, wäre hier die Nonnenmütze. Ach, ist doch schön. Ich kann alles mitnehmen. Boah. Nicht so nah bei mir explodieren lassen. Oh, Dankeschön. Deck of Cards. Warum habe ich jetzt gerade so ein bisschen Pech mit den Items? So, eine Karte mitnehmen, The Fool. Nee, The Fool brauche ich nicht. Und der Shop lohnt auch noch nicht mit 14 Münzen. Ich bräuchte noch eine. Klar, ich könnte ihn jetzt einfach aufsperren. Oh, Pride.
Ja, aber die Fire Rate macht gut Schaden. So. Ach. Ja. So. Einmal benutzt, dass es hier in dem Run hoffentlich nicht mehr kommt. Oh. Oh. Da hätte mich doch beinahe die Fliege erwischt. Ach komm. Hört ihr vielleicht jetzt auf? Oh. Geh sterben. So ist es brav. Oh, Trollbombe. So, the Nail ist wieder fertig. Na klar, und ich verliere mal gleich ein halbes Herz. Oh, Bombe. Ich könnte mich natürlich auch... Ey, ich sollte vielleicht mich jetzt gerade ein bisschen mehr konzentrieren. Denn sonst wird das hier nichts und ich habe gerade echt gute Items. Das wäre schade. Meine letzte Möglichkeit wäre noch, mich in den Geheimraum zu bomben. Um da den Automaten zu sprengen, um da vielleicht noch an eine Münze ranzukommen. Wenn ich jetzt hier keine bekomme. Nee, keine Münze, das heißt, wir machen jetzt eben den Boss. Och nee, nicht Chap. Boah. So, komm mal her. Oho. Da ist mir dann doch wohler bei Chubb hier meine Empress-Karte zu nutzen. Einfach wegen dem Damage. Und ich sollte ihn vielleicht auch mal treffen. Das hätte auf alle Fälle was. So, Dankeschön. HP-Upgrade, dann werde ich mich jetzt nochmal kurz in den Geheimraum bomben. Und vielleicht gibt uns ja der Automat noch eine Münze. So. Zack. Nicht zocken, sprengen. Eine Münze. Oh, du Kackautomat. Du Kackautomat. Ich gehe aber jetzt trotzdem nochmal kurz... Nee, ich gehe nicht. Nee, da ärgere ich mich nur, wenn jetzt die Nonnenmütze da drinnen wäre. Und ich sie nicht mitnehmen kann. Nee, nee. So, nächste Ebene. So, erstmal bräuchte ich hier eine Bombe. Oh. Oh, Blue Baby Soul. Hm, nett. Schlüssel brauche ich nicht, ich bräuchte Bomben. Wow. Aha. Aha. Ich brauche ein Damage-Upgrade ganz dringend. Oh, der Flat Penny. Nee, der Flat Penny gab mir ja hier Schlüssel. Nee, nee. Und ich hätte gerade, glaube ich, schon meinen Nagel benutzen können. Ach, scheiße. Das ist schlecht. Man sollte hier keine Aufladungen des Nagels verschwenden, ne? Boah. Oh, du noch. Oh, da ist die Münze. Ach komm. Ja, zwei Bomben, warum nicht? Und ich bräuchte jetzt dann wirklich dringend ein Damage Upgrade. Dringend. Ganz, ganz dringend. Und ich hoffe mal, das Spiel ist so gnädig und gibt mir eins. Und wenn es nur in Form eines blauen Steins ist, mit The Small Rock drin oder so, das wird mir schon reichen. Ach ja, und ich habe mal nachgesehen, ein Item, das mir hier noch fehlt, ist Mom's Contact. Das heißt hier die Versteinerungstränen. Das Item hätte ich eigentlich auch mal gerne. Oh, auf ein neues. Komm. So, noch eine Bombe. Drei Bomben, das ist in Ordnung. So, wo ist der Shop? Wow. Oh, komm mal her hier. Komm her, komm her. Oh. Na klar. Ja,
elendes Vieh. Ach, ist das schön, wenn man sich hier im Fliegen frei bewegen kann. Und hier nicht auf die Stacheln aufpassen muss. Oh, na, Kate. Ich sag nur Kane, der kleine Zocker. Nee, den Pushpin möchte ich nicht haben. Aber der Arcade interessiert mich im Moment auch gar nicht. War Greedköpfe. Oh. Du und du. So, da ist der Nagel auch wieder fertig. Den werde ich auch gleich benutzen. Keine Aufladung. Boah, verschwendet, ne? So, was hätten wir denn diesmal? Ach, Spiel, warum hasst du mich so? Ach, und ich sollte vielleicht mein Telefon ausmachen. Das wäre was. Oh. Den Shop nehmen wir natürlich auf alle Fälle mit. Und wir bekommen Super Greed. Es war ja so klar. Boah. Also, dass er mich hier jetzt nicht getroffen hat, das wundert mich. Oh. Au. Na klar, na klar. Dafür habe ich einfach zu wenig Damage dabei. Au. Ja, das möchte mir irgendwo nicht gefallen. Au. Oh Gott, Super Greed, du nervst. Gerade hier mit diesen Greed-Köpfen, die ich sowieso nicht leiden kann. Boah, meine ganzen Seelenherzen gehen da flöten, ne? Ja. Na komm. Boah, das ärgert mich jetzt schon wieder. Das ärgert mich jetzt richtig. Da darf ich doch glatt doch noch in den Arcade gehen. Ja. Vielleicht steht der am blauen Automat und ich kann dem ein, zwei Seelenherzen entlocken. Aber ich glaub's ja mal eher nicht. Oder vielleicht mit der Blutbank. Moment mal. Wie viele Herzen haben wir hier liegen? Mal kurz gucken. Hier war ein halbes und hier war ein ganzes. Also 1,5 Herzen liegen hier rum. Das heißt, ich kann ein bisschen Blut spenden, ne? Vielleicht kriegen wir doch noch auf die Schnelle ein HP-Upgrade. Oh. Oh, gleich mal hier spenden, ne? Wer kennt dieses Item noch? So, bis 15 Münzen zocke ich mal kurz. Na klar, heute wieder Tag des Geldes, oder wie? Du könntest mir mal diesen Fliegen-Kackehaufen geben. Da wäre ich dir sehr verbunden, ne? So, halbes Herz. Ah, Trollbombe. So, das reicht aber auch mit Zocken. Das Item möchte ich nicht haben. Ach ja, ja, so kann es gehen, ne? Ärgerlich. So, in dem Geheimraum, glaube ich, war ich schon, oder? Also hier habe ich nicht aufgesprengt. Ne, da habe ich ja noch eine Bombe gebraucht. Genau. So, mal kurz reingucken. Oh, Bob's Rotten Head. Nee, ich nehme mir meinen Nagel mit. Ich nehme mir den Nagel mit. So, ab zum Boss. Den Flat Penny möchte ich nicht haben. Und wir bekommen The Hollow. Ja, The Hollow dürfte eigentlich gehen. Wenn ich mich nicht hier allzu doof anstelle.
Wow, 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 wow. Das war unfair. Du hast die Richtung geändert. So. So. Na komm. Komm, gib mir ein Damage Upgrade. Oh, die Box. Okay, Curved Horns nehme ich mit. Two of Diamonds. Und die Pille. Ach komm, ich nehme die Pille mal. Friends till the end. Und da wäre das Damage Upgrade für zwei Herzen. Ich riskier's. Ich riskier's. So, ja, nächste Ebene. So, gleich mal hier rein. Oh, und da wäre der Damage Upgrade. Aber ich bekomme durch diesen Pilz ja ein Herz mehr. So, dann ist das Ganze schon wieder einigermaßen in Ordnung und wir bekommen die Lust. Und der Damage ist gut. So, den Poison Touch nehmen wir natürlich auch noch mit. So, dann gleich mal in den Geheimraum gucken. Ach du Scheiße. Ich bleibe jetzt einfach mal hier stehen. Boah. So, stirb. Ich sagte, stirb. So, da ist der Nagel wieder fertig, aber erstmal hier rein. So, noch mehr Geld. Das heißt, ich kann meine Two of Diamonds jetzt dann auch gleich benutzen. Aber erst nach der Ebene. So, hier lang. Nein, nein, Nagel noch nicht benutzen. Hier kann ich den Nagel benutzen. Boah, boah, der Raum ist eklig. Au. Ja, klar. Oh, keine Schlüssel. Oh. So gefällt mir das doch mit dem Damage. So, einmal hier lang. Und mitgenommen. Und ich riskiere es mal wieder. Nee, nee. Nee, ich ärgere mich jetzt zwar, wenn ich wirklich noch die anderen Guppy-Items bekommen würde. Aber nee, da meinen Nagel möchte ich nicht hergeben. Oh. Boah. Ah. Ärgerlich, so ärgerlich teilweise. So, den Battle-Raum nehme ich natürlich mit. Oh, na kommt. Kommt schon, kommt schon. Ziert euch nicht. Hier ist wieder eine Aufladung für den Nagel. Und solange es nur solche Gegner sind. Oh ja klar. Es war ja klar. Oh. Nein. Ja, lästiges kleines Biest. Boah, ich hasse es, wenn sie die Richtung ändern. So, und jetzt du noch, komm. So, okay. Hat sich zwar nicht wirklich gelohnt, aber was soll's.